Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt es schon bestimmt überall gesehen. Wir haben eine neue geleakte Unit bekommen. Und das ist ein bisschen spannend, denn die neue geleakte Unit ist God Mode Meliodas. Also ihr kennt wahrscheinlich aus dem Anime, wo Meliodas dann diesen, also nachdem wir alle besiegt haben, diesen Full Power God Mode gegangen ist mit diesem weißen Anzug und den Händen, die er auch bei Demon King Meliodas da hatte. Und dieses Modell wurde jetzt geleakt. Schauen wir uns das Modell mal an. Das Video geht 20 Sekunden, da wird nur ein bisschen das Modell ein bisschen gedreht und näher gebracht. Mehr ist es auch nicht. Aber ist schon sehr, sehr nice. Ist schon sehr, sehr nice. Hier sehen wir auch, dass dieses Nein ist und sowas, diese Bewegungen. Dass man da einfach sieht, ja, das ist wirklich eine richtige Unit, die wir bald bekommen werden. Da ist es ja zustimmen und sowas, ihr versteht, was ich meine. Und ja, hab ich's euch nicht gesagt. Wenn ihr mir nicht glaubt, schaut meine Videos zu Queen Elizabeth an. Oder bei Should You Summon Queen Elizabeth oder schon davor bei Albedo, also bei Overlord, hab ich schon die ganze Zeit gesagt, dass das wahrscheinlich die New Year's Festival wird. Und wie gesagt, welche New Year's Festivals hatten wir jetzt in den anderen 2 Jahren? Wir hatten Traitor Melee als ersten richtigen New Year's Festival, also wirklich richtige Stamme, starke New Year's Festival. Und wir wissen ja, wie krank Traitor Melee war. Wir wissen es ja. Traitor Melee war in der Meta, bis Purgatory Melee rauskam. Und Purgatory Melee war die nächste New Year's, die wo vor einem Jahr jetzt rauskam, genau. Da wo ich wieder angefangen habe, aktiv Videos zu machen. Und jetzt nochmal ein Meliodas, sehe ich mich tatsächlich schon. Wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich der Meliodas sein wird oder ob es jetzt eine andere Unit sein wird. Es könnte auch Chaos Alpha sein. Ich bezweifle es aber tatsächlich, weil wir haben jetzt nur den geleakten Modell bekommen. Aber nichts, das besagt, es ist unbedingt der Meliodas, der die New Year's Festival ist. Es kann auch sein, dass diese Festival erst im Februar dann rauskommt oder sowas. Aber wie gesagt, ich bezweifle es sehr stark. Ich gehe stark davon aus, dass das wirklich die New Year's Festival sein wird. Weil wir haben ja auch immer Schemen in Dinger Grand Cross, genau. Wir haben zu der gleichen Zeit ein Collab. Wie letztes Jahr hatten wir Shield True, dieses Jahr hatten wir zu der gleichen Zeit Overlord. Und das gleiche ist auch mit New Year's. Wir hatten New Year's Traitor Melee, dann hatten wir New Year's Purgatory Melee. Mich würde es jetzt sehr stark verwundern, wenn wir jetzt dieses Jahr keine New Year's God Melee oder was bekommen, weil das war so die nächste Stufe. Weil Traitor Melee war so die erste krasse Stufe. Purgatory Melee war die nächstgrößte Stufe, das war ja, wo er in der Hölle war mit seinem Vater und Bann. Und jetzt die nächstgrößere Stufe. Wer hätte man sich streiten können? Demon King Meliodas oder halt God Meliodas? Ich kann aber auch stark verstehen, warum die nicht auf den Demon King Meliodas gegangen sind. Weil, wenn du jetzt den Demon King Meliodas gespielt hättest, hättest du die nicht mit dem Demon King spielen können. Und es macht natürlich nicht Sinn, weil der Demon King kam jetzt erst vor 3 Monaten raus. Die wollen ja natürlich, dass du den auch mit dem Demon King spielen kannst. Und sonst würde es ja komplett keinen Sinn machen. Deswegen verstehe ich es voll und ganz, dass sie jetzt erstmal den God Power Meliodas reingebracht haben und nicht den Demon King Meliodas. Weil es würde ja Real Rap keinen Sinn machen. Aber ich freue mich richtig krank, weil ich habe schon die ganze Zeit gespart. Ich habe es euch ja gesagt, dass ich auf New Year's Festival sparen werde. Sei es Chaos, aber sei es God Power Meliodas. Es könnte auch einer von Fortnite of Apocalypse sein. Ich konnte es einfach gar nicht aussprechen. Aber die New Year's Festivals sind meistens immer die, wo am meisten broken sind. Und ich freue mich jetzt richtig krank, dass es jetzt wirklich was Starkes sein wird wahrscheinlich, ja, wie gesagt. Und ich freue mich einfach richtig drauf. Weil die können so viel mit dem anfangen. Man kann ihn mit Sins vielleicht spielen und mit Demons, wie bei Elizabeth. Weil mit Elizabeth kann man ja mit Queen, mit Queens, Queen Elizabeth kann man ja mit Goddess spielen, mit Seven Little Sins und mit Humans. Vielleicht sowas ähnliches wie Meliodas auch. Vielleicht kann man mit Meliodas Demons natürlich spielen, ist klar. Seven Deadly Sins und Feen oder so. Und das wäre halt schon echt krank. Und ich fühle es einfach, wie gesagt. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich, wie dieses Game mich immer wieder flasht. Vor allem, schaut doch mal das Design an. Es ist so geil. Es ist wirklich so geil. Ich finde halt vor allem diesen Mode, den der da hat, finde ich halt echt nice. Und einfach diese großen Hände und sowas. Leider haben wir auch keine Attack Animations gesehen. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr cool. Hätten wir Attack Animations gesehen.
Aber diese Pose ist voll lustig. Aber leider nicht, leider nicht. Ich hoffe einfach wirklich, es wird ein News Festival, was aber, wie gesagt, habe ich auch schon jetzt öfters gesagt, schon wahrscheinlich ist, dass es die New Year's Festival sein wird. Und ja, ich freue mich einfach richtig krank. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auch darauf freut oder ob ihr wirklich was anderes erwartet hättet, wie Chaos oder sowas. Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Queen Elizabeth hatten wir jetzt alle jetzt nicht uns erhofft als November Festival. Und wenn ich das schon sage, obwohl ich nicht mal bei dem November Festival gesammelt habe oder auch davor schon gesagt habe, egal was kommt, ich sammle da nicht. Wir haben ja alle eigentlich erwartet, dass es Chaos Alpha sein wird. Und dass es nicht Chaos Alpha geworden ist, sondern Queen Elizabeth. Natürlich, sie ist nicht schlecht, sie ist echt nice. Mal war in dem Banner, war ein echt kranker Banner, war ein sehr, sehr nice Festival. Die läuft ja jetzt zurzeit noch immer. Keine Frage, also auch einer der besten Festivals jemals. Aber wir hatten uns eigentlich eher Chaos Alpha Dinger erhofft. Und dass wir jetzt aber in der New Year's Festival wahrscheinlich eine Big, Big, Big Hype Unit bekommen wie God Mode Meliodas, da sehe ich mich schon komplett. Da sehe ich mich schon komplett. Jetzt meine Frage an euch: Seht ihr euch auch da komplett oder sagt ihr, nee, gar keinen Bock? Ich werde da auf jeden Fall zusammen und ihr könnt euch auf Sam-Videos, PvP-Videos freuen. Ich mache da auf jeden Fall alles drum und dran über diesen God Meliodas, weil ich habe mir jetzt ungefähr 700 Gems erspart. Das war's.